geblieben, Meister. Ihr werdet nicht gemogelt. Der Herr will unbedingt zahlen. Er lassen Sie es gut sein. Nicht sagen. Und ein Pfennig. Hey, wer wird wegen mir hier rumheulen? Ihnen nicht, da brauchen Sie sich gar nichts einbilden. Chefin, frohes Fest. Hey du, ich meine dich mit dem Maßanzug. Ja? Herr Schmude, zahlt Ihnen eigentlich wer was dafür, dass Sie mir auf einmal kündigen? Frau Herzog war bisher immer eine tüchtige Person. Die hat ihren Laden anständig geführt, was man von Ihnen nicht gerade behaupten kann. 7% mehr Schwund. Ja, komm, ich komme allein zu. Ich habe wegen der Schwundproblematik extra einen neuen Detektiv eingestellt. Das ist ein Spitzenmann. 15% hatten Sie gesagt. Ja. Nee, 10%. Wie sieht es übrigens aus mit Ihren 3 Porsche-Leasingraten, die Sie im Rückstand sind? Müssen wir da jetzt drüber reden, ja? Herr Hessler, warten Sie doch! Nein, ich muss den Herrn da erwischen, ich bin gleich wieder da. Haben Sie die Ware bezahlt? Welche Ware denn? Diese Ware. So dringend hätte ich das Fischzeug für nicht gebraucht. Aber die Quittung. Hier, derselbe Beleg. Ich fürchte, jetzt kommt zum Diebstahl noch eine Betrugsanzeige. Deswegen einer mal machen, den einmal so richtig abwatschen, wie ein Lausbomb, so rechts und links ohne rein, dass er mal sieht, wie das ist. Ich bin blöd. Sofort ein Hunderter springen lassen. Hilfe! Ich bin überfallen! Jesus Maria, wer immer Sie sind, kommen Sie heraus. Die Schrankwand ist umstellt. Meine Eva! Ende! Hallo, Sie, ich weiß, wer es war, ich habe einen dringenden Verdacht. Sag mal, haben Sie ein Tier geschissen oder was ist los? Also, her mit dem Geld. Widerlicher Stachi! Lass mich endlich los! Ja. Nach Kehr aus und Man spricht Deutsch, der neue Film von Hans-Christian Müller. Langer Samstag mit Gisela Schneeberger, Campino, Ottfried Fischer und vielen anderen.